willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag. Und heute ist bei mir Erwin Rüttel. Er ist der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses. Und von daher muss er alles wissen, was mit unserer Gesundheit zu tun hat. Herzlich willkommen. Guten Abend. Ich hoffe, es ist so, dass Sie uns jetzt sagen können, wann kommt denn die schöne Kärtchen, auf dem alle meine Röntgenbilder sind. Und jeder Arzt kann sehen, wie es mir geht. Und ich muss nicht immer gleich zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Und jeder sagt, nochmal Röntgen. Ja, also wir sind da auf einem guten Weg. Es hat lange gedauert, weit mehr als 10 Jahre. Hätten wir eigentlich dieses System schon haben können. In den skandinavischen Ländern ist das also mittlerweile Alltag. Bei uns wollen wir, dass das ab 2021 in die Regelversorgung kommt. Vor 10 Jahren habe ich schon geschrieben, damals noch aktiver Schreiber, gesagt, die kommt jetzt bald. Ja, in 2 Wochen. Aber wir haben ja jetzt einen sehr dynamischen Gesundheitsminister, der sich auch die Digitalisierung auf die Fahne geschrieben hat als Ziel. Und man muss auch sagen, wir haben eines der besten Gesundheitssysteme dieser Welt. Aber ohne die Digitalisierung werden wir die Herausforderungen der Zukunft nicht schaffen. Wir bilden über die Länder eigentlich zu wenig Ärzte aus. Und die Zukunft wird also nicht zu bewältigen sein ohne Digitalisierung, Vernetzung, dass man Doppeluntersuchungen möglichst vermeidet, dass man also Kompetenzen über Digitalisierung vernetzt. Und deshalb ist der Druck in den letzten Jahren zu effizienten Lösungen da deutlich größer geworden. Aber wenn ich eine Sache noch sagen darf, ist, die Information wird nicht auf der Karte sein oder die Information wird nicht auf dem Handy sein, sondern die Information ist da, wo sie also erhoben worden ist, also im Krankenhaus, beim Facharzt, beim niedergelassenen Arzt, eventuell in einer Cloud. Und ich kann praktisch über mein Smartphone diese Informationen vernetzen und an den weitergeben, der sie braucht. Das heißt, verstehe ich Sie richtig, es ist der Arzt BA macht eine Röntgenaufnahme, die habe ich ja früher mitgekriegt, im großen Umschlag, und die speichert er jetzt bei sich in der Praxis irgendwo in der Cloud, sagen wir mal Arzt A Cloud. Und wenn ich da jetzt Zugriff haben will, dann kann ich das mit meinem Handy abholen. Aber kann das denn jeder? Nee. Also die Daten, wie ist das gesichert? Also die Daten, also wir haben ein sicheres Datennetz, die Daten sind verschlüsselt und ich habe also über mein Smartphone praktisch, kann ich sozusagen diese Daten freigeben. Also ohne den Patienten passiert gar nichts, also auch ohne die Zustimmung des Patienten. Und vielleicht von dem Grundgedanken her, der Patient hat ja praktisch die Untersuchungen, die Daten, die über seine Person vorhanden sind, ja durch seine Versicherungsbeiträge bezahlt. Das heißt also, die Daten gehören nicht dem Arzt oder gehören nicht dem Krankenhaus, sondern das haben wir auch im Patientenrechtegesetz schon vor einigen Jahren geregelt. Die Daten gehören dem Patienten. Und was wir jetzt noch regeln müssen, ist, also grundsätzlich kommt diese elektronische Patientenakte 2021, soll im März aktiv sein. Dann wird das da natürlich, bis das flächendeckend in Deutschland funktioniert, sicherlich auch einige Zeit noch dauern. Aber der Startschuss ist dann gegeben und wir müssen auf jeden Fall noch regeln, ob also der Patient, so wie das heute angedacht ist, dann dem Arzt seiner Wahl alle Daten zur Verfügung stellen muss oder ob er die fragmentiert. Oder ob er sie kann.
Also wird also es ein Zwang, Zwang oder ein Muss? Nein, das ist ein Kann. Und meine Vorstellung geht in die Richtung, dass er nicht alle seine Gesundheitsdaten dann freiwillig einem Arzt zur Verfügung stellen kann oder einem Krankenhaus, sondern dass er differenzieren kann. Also ich sage jetzt mal, er hat ein orthopädisches Problem und eventuell ein psychisches Problem. Und der Orthopäde muss nicht unbedingt wissen, dass ich auch beim Psychiater war. Aber alles, was also sozusagen für die orthopädische Behandlung wichtig ist, sollte ich dann dem Arzt oder dem Krankenhaus schon zur Verfügung stellen. Ja, also wenn ich das richtig verstehe, ich bleibe Herr meiner Daten, also auf der Karte. Und ich muss sie niemanden rausrücken. Nein, also es ist freiwillig und ich entscheide, wem ich welche Daten zur Verfügung stellen will, weil es ist ja auch zu meinem Nutzen, weil wenn der Arzt viele Informationen hat, dann kann er auch besser eine Situation beurteilen und eine Therapie beginnen. Ja, nun, bei Ihrem Beispiel Orthopäde und Psychiater zu bleiben. Ich will nicht, dass der Psychiater, sagen Sie, die Daten sieht, aber der Orthopäde müsste sie eigentlich sehen, sagt er jetzt mir und sagt, um den Fall richtig zu beurteilen, ob Ihre Gelenkschmerzen nicht vielleicht einen anderen Grund haben. Und ich sage, nee, das kriegen Sie nicht. Dann nützt mir das ja nichts, dass ich das alles auf meiner Karte habe, wenn ich schlauer bin als der Doktor oder also, sein will. Ja, aber ich sage jetzt mal, die Situation haben wir ja heute noch viel extremer, dass also praktisch ich zum Facharzt gehe, ins Krankenhaus gehe oder zu meinem Hausarzt gehe und praktisch diese Ärzte, wenn sie mich nicht kennen, bei Null beginnen müssen. Ja, alles normal, alles kostet wieder Geld. Und das kostet Geld, viele Doppeluntersuchungen. Und diese neue Welt, die wird so aussehen, wir haben uns das also auf einer Delegationsreise in Estland angesehen, auch Finnland hat ein ähnliches System. Einerseits gibt es Daten, die ich selber über mich erfasse. Also da gibt es dann die Uhr, Blutdruck so. Misst. Wir werden in absehbarer Zeit auch die Möglichkeit geben, dass Ärzte geprüfte Apps den Patienten zur Verfügung stellen können bei Diabetes oder auf jeden Fall diese Apps sollen einer Nutzenbewertung unterzogen werden. Die sollen, also die Technik muss stimmen und das, was sie also an Daten also die ermitteln. Die messen dann Blutdruck, also Herzschlag, alles, Puls. Also das entscheide ich ja selber, was ich also sozusagen an Daten freiwillig sammeln will, ob ich laufe und also da gibt es also mittlerweile eine Fülle von Apps, die zur Verfügung gestellt werden. Und da sagen wir jetzt, wir stehen an der Schwelle, ob also letztendlich irgendwann Google uns steuert oder wir über ein geschütztes, sicheres Gesundheitssystem gesteuert werden wollen. Und deshalb müssen wir uns aber mit diesen Daten auseinandersetzen, auch mit dem Sammeln dieser Daten. Und da ist immer wichtig, dass der Patient letztendlich Herr seiner Daten ist. Und wir wollen also im Grunde zwei Datenquellen aufbauen. Einmal das, was der Patient freiwillig über sich wissen will, und auf der anderen Seite das, was also unser Gesundheitssystem durch Diagnose über mich erfahren hat. Nun wundere ich mich ja. Und diese beiden sollen also letztendlich dem Arzt zur Verfügung gestellt werden. Nun wundere ich mich ja, dass wir jetzt 10 Jahre darüber schon reden. Ja, und wir haben so viele Start-ups, alles geht über Apps. Ja, der App sagt mir, wo mein Auto steht. Hm. Aber welchen Blutdruck ich habe, das kann ich immer noch nicht. Ja doch, ich kann es, aber es gibt
im Moment noch nicht so viele Lösungen, dass ich das also online meinem Arzt übermitteln kann. Ja, das aber meine da, ich. Aber da, da, da sind wir in großen Schritten dabei, das jetzt auf den Weg zu bringen. Es gibt also mittlerweile auch Apps, mit denen ich also praktisch so eine laienniederschwellige Vordiagnose machen kann, meines Empfindens, dass ich also vielleicht eine Erkrankung habe. Und auch die kann ich also dann dem Arzt über dieses neue System ab 2021 übermitteln. Und der Arzt hat ja auch entsprechend professionelle Informationssysteme, sodass also in Zukunft nach meiner Meinung wir eine optimierte Diagnose und Therapiesystematik bekommen durch Digitalisierung. Ja, Sie sehen mein besorgtes Gesicht. Wenn ich so eine App bekomme, mit der ich meine Stimmungslage begutachten kann, und Sie haben eben gesagt, so ein bisschen laienhaft, dann könnte es ja sein, dass mich diese App völlig verrückt macht, weil ich die Dinge nicht beurteilen kann, weil ich ja kein Arzt bin. Ja. Ist das denn sinnvoll? Also ich halte alles, was Sie wissen, was ich meine. Ich verstehe, was Sie meinen. Ich halte alles, was also sozusagen geprüft von unserem Gesundheitssystem und von einer strengen Kontrolle und Überwachung von Qualität dem Patienten zur Verfügung gestellt wird, dass es allemal besser ist, als wenn er einfach so ins Internet ja, geht. Ja, das war meine, ist meine Besorgnis. Und 80% ja. der Patienten gehen, das sind also Auswertungen, gehen also bevor sie zum Arzt gehen, mal ins Internet. Und im Internet sind sie also kommerziellen Angeboten ausgesetzt, was sie selber im ersten Moment vielleicht nicht beurteilen können. Oder man kommt also zu Ergebnissen, die also dramatischer sich darstellen, als wenn man direkt zum Arzt geht. Oh, ich habe Krebs. Ja, und verrückt. Und darüber denken wir nach in der kurzen Werbepause. So wird es nicht kommen. Ja, das kann Erwin Rüttel bestätigen. Er ist Vorsitzender des Gesundheitsausschusses. Und wenn es jemanden gibt aus dem Gesundheitsminister, wie es aussieht, dann sind Sie das. Und deswegen reden wir heute drüber in unserer Sendung aus dem Bundestag. Bis gleich. Zurück in unsere Sendung aus dem Bundestag mit Erwin Rüttel. Er ist Bundestagsabgeordneter der CDU und Vorsitzender des Gesundheitsausschusses. Und wir reden natürlich über das, was auf uns zukommt, die Gesundheitskarte 2021. Ja, da machen wir jetzt mal einen Punkt. Ja, da warten wir mal drauf, dass es alles so kommt. Und dann haben wir die Daten. Und das Wichtigste ist, ich bestimme, ja, wer sie zu sehen bekommt, nicht umgekehrt. Mhm. Ja, ein anderes großes Problem, über das ja praktisch in jeder Sitzungswoche geredet wird, ist, wo kriegen wir eigentlich die vielen Pfleger her, die wir brauchen? Wenn wir werden alle älter und damit kränker und wir haben nicht genug Pfleger und das ist auch noch schlecht bezahlt, ja, was tun Sie dagegen? Also wir haben viele Gesetze auf den Weg gebracht, die also die Situation der Pflegebedürftigen verbessern. Und das war überwiegend in der letzten Wahlperiode. Und in dieser Wahlperiode haben wir uns also sehr stark der Thematik angenommen, dann auch entsprechend die Pflegekräfte zu finden und zu behalten im Beruf, weil also viele auch dem Beruf den Rücken gekehrt haben, um diese Pflegebedürftigen auch oder auch im Krankenhaus die Patienten gut versorgen zu können. Das ist ein langwieriger Prozess, ein Prozess, der deutlich länger dauert, als wir gedacht aber haben. Aber Sie wissen es ja auch schon lange. Wir wissen es. Das kann man sich nicht immer rausreden. Nein, also möchte auch nicht den Eindruck erwecken, dass wir uns da rausreden oder ich mich rausrede. Also wir haben dieses Thema zu lange nicht ernst genommen, nicht so ernst, wie es genommen hätte werden müssen. Aber
Aber wir sind da sehr engagiert jetzt dabei. Also wir haben den Beispiel diese 13.000 zusätzlichen Pflegekräfte in stationären Einrichtungen, die sind so, beschlossen, die sind beschlossen, sind noch nicht da. Die sind noch nicht da. Da werden wir jetzt nachsteuern, weil viele Einrichtungen haben also Anträge gestellt und wollen zusätzliche Kräfte einstellen. Wo immer noch die Frage ist, bekommen wir die auch? Aber zuerst mal muss ja die Finanzierung stehen, dass also diese Kräfte dann eingestellt und werden bessere können. Bezahlung. Bessere Bezahlung. Also da ist ja auch der Jens Spahn auf einem sehr, sehr konsequenten Weg, dass also Pflege besser bezahlt wird. Wir müssen auch sehen, wie wir Pflegekräfte auch durch Digitalisierung und Technik entlasten können. Ich habe da gestern noch mit einer Pflegekraft gesprochen, die also Rückenprobleme hat, muss die diese Rückenprobleme haben. Das ist ein Problem in der Pflege insgesamt. Gibt es da nicht inzwischen kleine Roboter? Ja, also es gibt technische Unterstützung. Also die Bandarbeiter in der Automobilindustrie haben schon seit Jahrzehnten oder zumindest seit 10 Jahren Korsetts, die also den Rücken und die Arme stärken und wo also kleine Motoren praktisch die Arbeitnehmer unterstützen, wenn sie also schwerere Sachen heben müssen. Aber sowas in dieser Art brauchen wir auch in der Pflege. Da muss es Möglichkeiten geben, dass das also auch refinanziert wird. Und wir brauchen mehr Digitalisierung. Wir müssen sehen, dass also die Pflegekräfte von Büroarbeit entlastet werden, von Dokumentationsaufwand, der viel zu hoch ist. Diese Zeit ist viel zu wertvoll, um sie sozusagen für Papier zu investieren. Die muss in Menschen investiert werden. Da haben wir auch auf den Weg gebracht, dass also Einrichtungen bis zu 40.000 Euro abrufen können für Digitalisierungsmaßnahmen. Das ist langwierig. Wir brauchen in der Pflegeszene, also bei den Pflegekräften, Vertrauen. Dieses Vertrauen ist verloren gegangen in den letzten Jahren. Wir haben jetzt mehrere Sachen auf den Weg gebracht. Ich habe gerade gesagt, Entlastung durch Digitalisierung, Entlastung durch Technik, mehr Geld, mehr Kollegen, also die finanziert sind, die sind noch nicht da. Wir haben im Krankenhausbereich, werden wir ab dem 1. Januar ein Pflegebudget einführen. Die Krankenhäuser haben auch fehlende Investitionsmittel, die sie von den Ländern nicht bekommen haben, kompensiert, indem sie bei der Pflege abgebaut haben. Das wird ab dem 1. Januar nicht mehr möglich sein. Ab dem 1. Januar gilt ein Pflegebudget und das Geld, was in den Fallpauschalen oder was für die Krankenkassen für Pflege im Krankenhaus zur Verfügung stellen, muss 1:1 auch bei der Pflege ankommen. Also wir haben viele Maßnahmen auf den Weg gebracht. Das Wichtigste jetzt ist, bei den Pflegekräften Vertrauen zu gewinnen, dass sie also im Beruf bleiben, dass sie wieder in den Beruf zurückkommen und dass wir neue Pflegekräfte gewinnen, auch aus dem Ausland, die also hier bei uns Pflegebedürftige versorgen wollen. Nun gucke ich auf meine monatliche Abrechnung und sehe Krankenkassenbeiträge. Und wenn ich Ihnen so zuhöre, dann sehe ich die steigen und steigen und steigen und steigen. Ja, und dann frage ich mich, wie viel Geld wird man uns Bürgern abnehmen, um das alles finanzieren zu können? Also, das klingt ja gut, aber ja, kostet ja wahnsinnig viel Geld. Also es kostet Geld, aber es gibt auch eine ganze Menge Fehlanreize in unserem Gesundheitssystem, auch gerade im Pflegesystem. Ich werde Ihnen gleich ein Beispiel nennen. Wichtig ist im Moment zum Beispiel, dass also all das, was ich jetzt genannt habe, als allererstes die Pflegebedürftigen in stationären Einrichtungen trifft. Also wenn Pflegekräfte besser bezahlt werden, wenn insgesamt die Versorgung besser werden soll, dann wird das die
Eigenanteile der Pflegebedürftigen erhöhen. Und da müssen wir Lösungen finden, dass also die Menschen, die in stationären Pflegeeinrichtungen im Heim versorgt werden müssen oder sollen, dass die nicht über Gebühr belastet werden. Das ist von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. Und hier brauchen wir Lösungen, dass man letztendlich eine gewisse Planungssicherheit hat, auch in jüngeren Jahren. Pflegebedürftigkeit kann kommen und ich muss so und so viel beiseite legen für den Fall der Pflegebedürftigkeit. Und das ist im Moment kaum planbar, weil in der ambulanten Versorgung, die sehr gut ist, haben wir also wahnsinnig steigende Kosten für das Gesundheitssystem, also für Pflege und für Krankenversicherung. Aber viele gehen auch in die ambulante Versorgung, weil in der stationären Versorgung mein eigener Geldbeutel noch stärker belastet ist. Und wenn wir da... Und viele wollen eben auch zu Hause bleiben. Also die zu Hause bleiben wollen, sollen nach meiner Meinung auch die Wahlfreiheit haben und auch alle Unterstützung haben, um zu Hause bleiben zu können. Aber die also ansonsten eher ins Heim gegangen wären, aber sich das Heim nicht leisten können, da muss man Lösungen finden und die dann alternativ in der ambulanten Versorgung bleiben, die deutlich teurer ist für das Gesundheitssystem als die stationäre Betreuung, die deshalb in die ambulante Betreuung gehen, weil sie sich die stationäre nicht leisten können. Also wer das nicht will, also Wahlfreiheit ist wichtig. Egal wie Sie es erzählen, die Frage ist, wir brauchen mehr Geld. Kann man das durch Umschichtung im Haushalt denn erreichen? Also sonst zahle ich ja unendlich viel demnächst für meine Versorgung im Alter und schon jetzt. Dann werden die Leute sagen, nee, so haben wir nicht gewettet. Ja, also ich sage jetzt mal, man muss schon die Botschaft ausgeben, dass also möglichst viel Eigenvorsorge getroffen werden soll. Der das kann, soll das auf jeden Fall machen. Das tun aber die jungen Leute nicht. Ja, da müssen wir, das ist auch ein Diskussionsthema bei uns, da müssen wir intensiv drüber nachdenken, wie man hier Anreizsysteme schafft. Aber ich nenne Ihnen jetzt ein Beispiel, wie man auch im Gesundheitssystem Kosten verursacht. Auf der anderen Seite aber auch durch relativ einfache Maßnahmen wesentliche Kosten einsparen kann. Nehmen Sie den Fall der Intensivpflege, wenn jemand Wachkummerpatient ist und er geht ins Heim, dann zahlt die Krankenversicherung dem Heim 4.000 Euro. Das ist zu wenig, um den zu versorgen. Dementsprechend stellt das Heim der Familie etwa 3.000 Euro in Rechnung. Dann sind wir schon mal 7.000. Da sind wir bei 7.000, aber die Familie muss 3.000 aus der eigenen Tasche bezahlen. Wenn die sich aber entscheiden, den Wachkummerpatienten zu Hause versorgen zu wollen, dann haben sie Anspruch auf eine 24-Stunden-Pflege, etwa 6 examinierte Pflegekräfte, die diesen Wachkummerpatienten versorgen, und das kostet 25.000. Wer zu Hause versorgt werden will... Wer bezahlt das? Die Krankenversicherung, also letztendlich alle Versicherten. Und deshalb mein Eigenanteil bei ambulant? Deshalb ist unsere deshalb, das bezahlt ja die Krankenversicherung aus der Behandlungspflege, SGB-5-Leistung. Deshalb unser Vorschlag jetzt, das wird demnächst im Bundestag diskutiert, dass man die 3.000 Euro in den Heimen, die Eigenanteile, komplett übernimmt. Das heißt, das kostet dann die Krankenversicherung 7.000 Euro. Aber sie spart eventuell 25.000 Euro, weil die eine oder andere Familie sich entscheidet, den Patienten im Heim versorgen zu lassen. Also dadurch würde man, wenn nur 1.000 Patienten einen anderen Versorgungsweg wählen würde, würde man 250 Millionen Euro im Jahr sparen. Ja, hört sich alles so einfach an,
Ja, sagen wir mal, wenn wir ins Heim gehen, schaffen wir schon. Ja, ich danke, wir sind am Ende der Sendung. Ich danke Erwin Rüttel, dass er das mal erklärt hat, was das kostet. Und vielleicht gehen wir dann auch mal zur Vorsorge, damit wir im Alter nicht diese immensen Kosten verursachen. Aber ich sehe, Sie sind mächtig dabei, das zu ändern. Ich nehme aus dem Gespräch mit, dass die Gesundheitskarte 2021, im März haben Sie gesagt, ja. Ja, wir nehmen Sie beim Wort und ich schreibe in meinen Kalender, Erwin Rüttel einladen, Anfang März 2021. Vielen Dank, dass Sie da waren und uns das mal erklärt haben. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Und wie immer, jeden Montagabend 2015 aus dem Bundestag. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dahin, danke und tschüss.